Du willst dem Markt stets einen Schritt voraus sein? Dann heißen wir dich herzlich willkommen in unserer Bull vs. Bear Academy. Werde jetzt Fördermitglied und erhalte Zugang zu unserem exklusiven Discord-Server inklusive Lernbereich. Hier lernst du, wie man den Finanzmarkt als Community dominiert. Vom Aneignen des Grundwissens bis hin zum 89% Setup. Bei uns bist du richtig. Unsere 5 Top-Analysten liefern nicht nur täglich messerscharfe Analysen, sondern teilen dir außerdem ihre eigenen Marktschritte zu Schulungszwecken mit. See the chart like a market maker mit unserem erfolgserprobten Wave Reader. Tritt jetzt gleich unserem beitragsfreien Telegram-Kanal bei und überzeuge dich selbst von unseren Analysen. Bull vs. Bear Academy. Join the Academy and trade with the family. Ja, hallihallo Leute, hier ist euer Krypto-Dennis von der Bull vs. Bears Academy mit dem neuesten Bitcoin-Update. Ja, das letzte ist schon 2 Wochen her, aber es hat sich halt auch nicht wirklich viel verändert. Ja, also ihr könnt das letzte Video angucken. Ja, und ja, wir fangen einfach mal an. Ja, im letzten Video habe ich euch ja gesagt, hier ein mögliches Descending Warning Wedge hier, möglich natürlich, mit wo er hier natürlich noch ein bisschen hochwandern kann und dann wieder nach unten wandern kann, und das ist so mein Ziel, dass er hier unten in diesen blauen Bereich kommt. Wie gesagt, schaut euch das letzte Video an, dann wisst ihr auch warum hier. Diese zwei Trendlinien oder diese Trendlinien in weiß und in blau, das sind so signifikante Punkte. Ja. Natürlich darf man nicht vergessen, und hier habe ich euch die Volumenlevel natürlich noch reingemacht, die wo sehr, sehr, sehr signifikant sind. Ja. Da haben wir einmal hier ein signifikantes Level, genau bei 18.500 Dollar, und da ist er natürlich hier gebounced. Ja. Natürlich ist es so, dass die Möglichkeit besteht, deswegen ist ja auch alles, was ich zeige, ja das, was ich sehe, nur eine Möglichkeit. Es gibt natürlich noch zig andere Möglichkeiten, aber ich beschränke mich natürlich nur auf meine Analyse und das, was ich sehe. Ja, ich kupfere nicht irgendwo anders ab. Ich sage euch nur das, was ich natürlich hier sehe. So, also, da haben wir hier natürlich den Wert. Das, natürlich kann das hier der Boden sein. Wir gehen jetzt hoch, nächster Bullrun und fertig. Aber ich sehe es halt nicht so, ja. Und ich zeige euch auch gleich nochmal warum, beziehungsweise habe ich auch im letzten Video gezeigt. Genau. Sollte er hier durchbrechen durch diese rote Linie, wäre natürlich das maximale Ziel hier dieser Bereich über 13.000, 14.000 oder sogar bis zum nächsten Volumenlevel bei etwa 10.000 Dollar. Das ist hier auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo er hier runterkommen könnte. So, gehen wir zum nächsten Chart. Ich will das Ding so schnell wie möglich, nicht so lang halten, das Ganze, ja, dass es nicht so langatmig wirkt, ja. Genau, so gehen wir zum anderen Chart, wo ich auch im letzten Video gezeigt hatte, ja. Und da sehe ich natürlich hier die 4, ja, in diesem Bereich. Da hat sich auch nichts geändert bei 25, 26k, ist auf jeden Fall noch möglich. Denn hier ist auf jeden Fall, gut, das muss man jetzt ein bisschen nach rechts verrücken, ist klar, weil hier Bitcoin eine längere, nach oben gerichtete Seitwärtsphase hat, ja. Gehen wir mal weiter hier hin. Und das wäre so auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja, dass er da oben nochmal dieses Level nach oben anläuft, bevor es dann richtig nach unten kracht, weil... Also ich weiß ja nicht, was so viele sehen. Die sehen das hier als, ja, als parabolischen Lauf. Also Leute, also das ist, nee, also das sehe ich, meiner Meinung nach, ich sehe es halt nicht. Ja, ich sehe, dass das Ganze sehr, sehr bearish ist. Ja, da bleibe ich auch dabei. Hier zeige ich euch natürlich nochmal den bullischeren Count. Ja, da wisst ihr, das Bullish Cypher hier, das hätte hier sein Ende, ja, dann wäre hier natürlich der Boden schon drin, ja, maximal wäre vielleicht noch möglich, dass er nochmal hier runter geht auf die 19.000 bis 20.000, das ist so das Ziel, was ich auch erstmal sehe, da gehen wir klar auch in die kleinen Timeframes rein, das ist so eher das Bullish, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, auch wenn für mich die Chance höher ist, dass wir hier weiter runterkommen, ja, erst einmal, weil das Ganze für mich eine bullische Struktur hat, bearische Struktur hat, Entschuldigung, ja, aber man darf das nicht außer Acht lassen, ja, das ist ganz klar, und deswegen werde ich auch hier nur in den kleineren Timestamps erstmal Trades machen, und die sind auch sehr erfolgreich, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie wir in der Akademie das Ganze handhaben, das heißt, wie wir traden, wir geben auch Tipps, wir gehen auch unsere Trades weiter, was wir so traden,
einfach Mr. Sagittario oder mich anschreiben. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link für Telegram bzw. die E-Mail. So, genau. Also sollte das der bullische Count oder bullischere Count sein, wäre auf jeden Fall hier das Ziel. Wobei ich halt sagen muss, bevor wir da hochkommen, werden wir meiner Meinung nach trotzdem nochmal nach unten korrigieren. Also weiter nach unten korrigieren, ja, um hier einen schönen Boden zu machen, bevor es dann weiter nach oben geht. Ja. Und da wäre hier das Ziel, der blaue Bereich hier, bei 50 bis knapp 65.000 ja, Dollar. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man muss dann abwarten, wenn es wirklich so kommt, dann wird er hier, wie gesagt, meiner Meinung nach einen Boden machen und dann könnte man natürlich hier versuchen, eine Long einzugehen. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sich das Ganze ein bisschen herauskristallisiert. So, wie versprochen, gehen wir mal in den kleineren Timeframe, in den 4-Stunden-Chart. Ja, da seht ihr, haben wir im Moment einen möglichen Kanal, beziehungsweise hier diese orange Trendlinie. Ja, und auch hier in groß und hier in klein ein mögliches Bullish-Cypher. Ja, und mir in der Akademie, beziehungsweise ich bin hier jetzt im Moment Short bei dem Ganzen. Weil ich einfach denke, wir werden hier diesen unteren Bereich bei etwa 20 bis 21k hier nochmal antesten. Entweder er fällt dann komplett durch nach unten oder er geht nochmal hoch, macht die Korrektur. Und zwar zu den, wo ich sagte, 25 bis 26k. Natürlich ist es auch möglich, dass wir hier nochmal hochgehen, ja, und hier diese 25k gleich antesten. Das ist auch möglich, das Ganze, ja. Aber ich gehe stark davon aus, dass mir hier dass das hier ein Bullish Cypher werden könnte und dann, dass es nach unten geht. So, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch unter der E-Mail bzw. Telegram, einfach unten in der Beschreibung gucken. Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Krypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.